Um die Atmung gleich am Morgen anzuregen, mache ich oft ganz kurz Übungen hier mit diesem Gerät, mit diesem Tischtennisball. Das kennen bestimmt viele von euch. Es geht vor allem darum, eine gleichmäßige und tiefe Atmung zu generieren. Das gleiche Prinzip habt ihr, wenn ihr zum Beispiel ein Feuer entfacht oder das Feuer am Laufen erhalten wollt und tief und gleichmäßig atmet. Wir müssen versuchen, den Tischtennisball möglichst immer oben zu halten, bei Ein- und Ausatmung. Durch Zuhalten dieser drei Löcher kann ich den Widerstand etwas verändern, was hilft. Am Morgen jedoch finde ich es am angenehmsten, wenn möglichst viel Luft durchfließen kann. Daher benutze ich die Löcher meistens nicht. Weitere Übungen sind von dem dänischen Pädagogen und Trompeter Christian Steenstrup inspiriert. Er hat sich sehr, sehr viel mit Atemtechnik und vor allem auch, wie atme ich ein und wie atme ich aus, beschäftigt. Sein Credo ist ein offener Hals, ein entspannter Körper und eine tiefliegende Zunge. Die erreicht er durch die Laute Wow beim Einatmen und Toe beim Ausatmen. Daher benutze ich auch diese Laute für mich beim Spielen und selbstverständlich auch bei dieser Übung. Eine erste Übung atmet auf 5/4 ein und 5/4 aus, um einfach eine langsame und tiefe Atmung bis unten in den Körper zu bekommen. Das mache ich meistens in 4 oder 5 Wiederholungen. Eine Übung, die darauf aufbaut, ebenfalls von Christian Steenstrup inspiriert, ist, dass man die Einatmung immer mehr verkürzt. Das heißt, wir atmen langsam und gleichmäßig aus, entsprechend dem Hornblasen. Wir atmen aber immer kürzer ein, weil wir auch innerhalb von Stücken oder Etüden meistens wenig Zeit haben, um nachzuatmen. Die Übung beginnt auch in einem 5/4-Takt. Wir atmen auf die 5 ein und atmen dann 4 Schläge aus. 1, 2, 3, 4. Eine Erweiterung dieser Übung ist es, den Einatemvorgang immer noch weiter zu verkürzen. Wir atmen auf 7/8 aus und das 8/8 ein. Wir atmen auf 11 Triolen-Achtel aus, auf 1 Triolen-Achtel ein und zuletzt auf 15/16 aus und dem 16/16 ein. Ich mache jetzt jede Erweiterung 2-mal. Ihr könnt das erweitern, wie ihr wollt und auch verlängern, wie ihr wollt. Mittlerweile sind wir an einem 4/4-Takt. Und die 16. Eine sehr, sehr gute Übung, weil sich der ganze Körper plötzlich sehr frei fühlt. Die Atmung wurde angeregt und man fühlt sich jetzt bereit, um weitere Übungen dann auf dem Mundstück und auf dem Horn zu machen.